Wenn Frederik Braum ein Weizenfeld analysiert, dann muss er zuweilen die schwere Box aus dem Auto hieven. Denn darin steckt die Satellitenschüssel, die ihm den schnellen Internetzugang aus dem All ermöglicht. In der hessischen Offline-Provinz geht es manchmal nicht anders. Im Endeffekt macht es nichts anderes, als sich mit dem Internet zu verbinden. Und dann funktioniert es wie ein WLAN-Router zu Hause. Der wissenschaftliche Mitarbeiter der Hochschule Geisenheim betreut ein Forschungsprojekt namens DivaCopter. Das Ziel? Agrarflächen punktgenau düngen. Herzstück des Projekts ist eine riesige Drohne, die Satellitentechnik unter anderem für die Positionsbestimmung nutzt. Dafür sorgt ein spezieller Empfänger an der Drohne. Das heißt, vom GPS von mehreren Metern, die wir genau sind, so wie wir es vom Handy aus kennen, gibt es einen Korrekturfaktor, der dann die Genauigkeit so gut erfasst, dass wir von wenigen Zentimetern aus genau unsere Position der Drohne wissen. Ist der DivaCopter in der Luft? Dann fliegt er das Weizenfeld systematisch ab. Eine sogenannte Multispektralkamera scannt die Fläche. Denn nicht jede Pflanze wächst immer und überall gleich. Mit den Daten lässt sich später eine farbliche Vegetationskarte erstellen. Grün heißt, der Weizen wächst ordentlich. Rot, schlechter Bewuchs und wenig Biomasse. Landwirt Thorsten Reim nutzt diese Informationen, um sein Feld nachher optimal zu bewirtschaften. Mehr Biomasse hat mehr Stickstoff aufgenommen, da braucht weniger Dünger jetzt hin. Und umgekehrt, ja, wo weniger Biomasse ist, muss jetzt am Anfang mehr Dünger hin. Anhand der Karten kann der Landwirt seinen Dünger genau dosieren, indem er die Sprühdüsen einzeln steuert. Dank der Technik spare er Geld und schone die Umwelt, sagte er. Vegetationskarten gibt es nicht nur per Drohne. Manche Satelliten können Ackerflächen direkt aus dem All scannen. Zum Beispiel die Sentinel-Satelliten der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA, die Teil des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus sind. Mit ihnen lassen sich Landschaften kartieren, Ozeane beobachten oder auch Schadstoffe in der Atmosphäre messen. Oder sie analysieren eben das Weizenfeld von Thorsten Reim. Dann rufst du bei der Firma an, die kennen deine Felder über den Sentinel 1 und 2. Scannen die und schicken dir die Karte und da zahlst du 15 Euro der Hektar. Du brauchst nur die geeignete Technik, um die Karte abarbeiten zu können. Also kaufst du dir Satellitenkarten als Bauer. Da wird wohl in kurz- bis mittelfristig der Weg hinführen. Landwirtschaft 4.0 mit Technik aus dem All. Ein Beispiel von vielen, wohin die Reise geht. Laut Branchenkennern erlebt die Raumfahrt derzeit einen Paradigmenwechsel. Jahrzehntelang war der Weltraum das Hoheitsgebiet staatlicher Akteure, etwa die amerikanische NASA oder die europäische ESA. Sie bauten die Raketen selbst, teilweise auch die Satelliten. Dann gründete der US-Unternehmer Elon Musk vor 20 Jahren sein Unternehmen SpaceX, der Beginn von New Space. Die Firma entwickelt nicht nur Raketen wie die wiederverwendbare Falcon 9, sondern hat inzwischen auch mehr als 1000 Starlink-Satelliten in die niedrige Erdumlaufbahn katapultiert, um so die Welt mit schnellem Internet zu versorgen. Für Maria Janke und Nina Stari war die Gründung von SpaceX der entscheidende Schritt hin zu einer Industrialisierung des Weltraums. Beide haben die Analysefirma Capital Momentum gegründet. Wir gehen definitiv davon aus, dass durch SpaceX, aber auch durch weitere Entwicklungen in der Satellitenherstellung es eben zu so einem Paradigmenwechsel gekommen ist. Heute ist man technisch in der Lage, aufgrund von Miniaturisierung eben wirklich schuhkartongroße Kleinst- und Kleinsatelliten für die niedrigen Erdorbit zu erstellen. In den vergangenen Jahren sind weltweit Start-ups entstanden, die in der boomenden neuen Raumfahrtindustrie mitmischen. Die Branche unterscheidet zwischen Firmen aus dem Upstream- und dem Downstream-Bereich. Upstream meint vor allem die Hardware, die man für Missionen ins All braucht. Das sind zum Beispiel die Raketen- und Satellitenbauer. Downstream meint jene Daten, die wieder auf die Erde zurückkommen und die vor allem Softwareunternehmen weiterverarbeiten. Die Anwendungsmöglichkeiten sind enorm. Satelliten können den Klimawandel analysieren, Waldbrände frühzeitig erkennen, Öl- und Gasnetze überwachen, autonom fahrende Autos vernetzen. Bis hin zur militärischen Anwendung. Elon Musk etwa hat Dutzende Starlink-Satellitenempfänger in die Ukraine geliefert. Das haben ja nicht nur die ukrainische Bevölkerung, sondern auch die ukrainischen Streitkräfte das benutzt, die Starlink-Satelliten.
und haben zum Beispiel Drohnen eingesetzt, um Standortinformationen über russische Panzer herauszufinden und weiterzugeben. One, ignition, liftoff for Starlink. Die Raumfahrtindustrie steht laut Finanzprognosen vor einer langen Boomphase. 2019 setzte sie weltweit schon 366 Milliarden Dollar um. Im Jahre 2040 soll die Marke von 1 Billion Dollar geknackt werden. Auch Hessen will von diesem Boom profitieren. Rund um das ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt sind schon mehrere kleinere New Space-Firmen entstanden. Ende April hat die Landesregierung ihre Kabinettssitzung beim benachbarten Satellitenbetreiber EUMETSAT abgehalten und dabei die erste Weltraumstrategie Hessens beschlossen. Jeder hat sein Handy und ob sie fahren oder vieles andere machen, alles satellitengesteuert. Und dieser Bereich nimmt ständig zu. Wir wollen nicht nur zeigen, was wir schon können, was wir schon haben, sondern wir wollen darüber hinaus auch zeigen, dass wir genau der richtige Standort sind für Start-ups, für größere Firmen, für neue Ideen. Bei neuen Investitionen soll Johann Dietrich Wörner helfen, ehemaliger ESA-Generaldirektor und erster Raumfahrtkoordinator Hessens. Wir wissen aus der Raumfahrt, dass 1 Euro investiert in die Raumfahrt, gibt mindestens den Faktor 6 zurück. Hier in EUMETSAT können wir sogar sagen, ist es noch viel höher. Bei Erdbeobachtung ist es 1:10. Also das ist eine sehr profitable Geschichte. Die in den Alltag der Menschen immer stärker eingreift. Beispiel Landwirtschaft. Thorsten Reim kann dank Weltraumtechnik kostengünstiger und umweltschonender produzieren. Trotz der Goldgräberstimmung gibt es aber noch etliche Hürden zu überwinden. Europas Raumfahrt muss sich gegen Konkurrenten aus den USA und China behaupten. Und wegen der wachsenden Satellitenflut drohen gefährliche Kollisionen im All.